Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. Nachhaltigkeit, wer möchte heute nicht damit glänzen? In der ersten Folge haben wir bereits zwei Beispiele aus den USA vorgestellt. Viele Organisationen sind inzwischen entstanden, die sich dem Thema auf ganz unterschiedliche Weise nähern. Da gibt es die Fraktion der Grenzen des Wachstums Reloaded. Sie kämpfen schon seit den 70er Jahren wie Dennis Meadows und der Club of Rome für das Ende der Konsumgesellschaft. Bisher allerdings wenig erfolgreich. Andere Fraktionen sehen den Fokus darin, heutige als nachhaltig verkaufte Techniken an den Pranger zu stellen und sie als wenig nachhaltig zu entlarven. Ökonomisch proaktiv geht das Thema Nachhaltigkeit dagegen der Carbon War Room an. Eine Initiative, die 2009 nach dem Klimagipfel in Kopenhagen unter anderem vom extravaganten Unternehmer und Milliardär Richard Branson ins Leben gerufen wurde. Der ist als Entrepreneur mit seiner Marke Virgin in fast alles unternehmerisch eingestiegen, was sich kommerziell lohnen könnte. Von Schallplatten über die Telekommunikation bis zur Formel 1. Bereits im Jahr 2006 sprang er auch auf den Zug der Nachhaltigkeit auf und kündigte an, mit seinen Firmen 3 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien zu investieren. Der Carbon War Room will als Non-Profit-Organisation Konzepte bis hin zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle entwerfen, die den Weg zu einer CO2-neutralen Gesellschaft weisen. Die Ergebnisse macht er einer möglichst breiten Öffentlichkeit verfügbar. Für die Karibikinsel Aruba analysiert man ein erstes Testfeld und St. Lucia in der Nachbarschaft hat gerade bekannt gegeben, dass man auch auf den Carbon War Room setzen will. Statthalter des Carbon War Room in Deutschland ist die Triad Berlin GmbH, die sich selbst als Kreativagentur versteht. Die ist auch deshalb in das Projekt eingestiegen, weil die politischen Aktionen weltweit viel zu schleppend sind. Es sei an der Zeit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und hat deshalb gemeinsam mit dem Carbon War Room eine Unternehmerinitiative mit dem Namen Creating Climate Wealth Central Europe gegründet. Ein Fokus des europäischen Büros in Berlin ist es, die angloamerikanische und die europäische Perspektive in einer strategischen Liaison zusammenzubringen. Aus den USA einerseits Investmentbereitschaft von Kapitalgebern samt Expertise im Riskmanagement und andererseits europäische wie deutsche Technologiekompetenz und Erfahrungswissen im Bereich der Nachhaltigkeit. Sie gehören nicht zu denen, die sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, Grenzen des Wachstums sind längst erreicht. Wir dürfen keinen Wohlstand mehr in den Mittelpunkt stellen, sondern wir müssen das Fortbestehen der Erde ins Zentrum stellen. Sondern Sie versuchen, den Spagat herzustellen. Auf jeden Fall. Also wir gehören überhaupt gar nicht zu den Gegnern des Wachstums. Ganz im Gegenteil, wir glauben daran, dass Wachstum Voraussetzung für Evolution ist, für Entwicklung. Wir glauben auch, dass Wachstum möglich ist. Wir glauben daran, dass Wachstum anders organisiert werden kann und sollte. Wir glauben eben vor allen Dingen auch an regionale Wertschöpfung. Also warum muss denn Deutschland im Jahr 300 Milliarden Euro für Öl- und Gasimporte ausgeben? Warum kann denn diese Summe von Geld nicht anders hier regional, lokal investiert werden für andere Formen der Wertschöpfung, um dieselben Effekte am Ende des Tages zu erzielen, nämlich den Energiehunger zu stillen oder die Abhängigkeit von Energie. Daran glauben wir. Wir glauben aber, dass man, sagen wir mal, die Qualität von Wachstum durchaus diskutieren kann und dass das eine offene Diskussion ist. Wir glauben aber, dass man das große Bild schon mal im Blick haben muss, um dann wieder lokale, regionale Antworten zu finden, die skalierbar sind. Und das ist das, was uns interessiert, im Grunde Möglichkeiten von Wachstum zu finden und Businessmodelle zu identifizieren, die skalierbar sind, also die große, im Kleinen funktionieren, aber große Effekte erzielen können. Jetzt haben Sie mehrfach das Wort "Wir glauben" in den Mund genommen. Das ist ja legitim und man braucht ja auch eine innere Überzeugung. Aber machen ist dann im Zweifelsfall natürlich immer besser. Und da gibt es ja nun auch ein Projekt, das ist nicht in Europa angesiedelt, sondern sehr fern in der Karibik. Ein kleiner Inselstaat, zu dem Sie uns sicher noch ein bisschen mehr erzählen können, der den Namen Aruba trägt, in dem ja so ein bisschen die Zukunft stattfinden soll, wenn ich das richtig verstehe, und Sie das auch als eine Art Planspiel des Möglichen sehen, was dort passiert. Also Aruba ist ein
insofern ein schönes Beispiel, als dass der Präsident von Aruba, Mr. Ekman, vor einem guten Jahr auf den Calvin Worum zugegangen ist und gesagt: Ich bin hier neu im Amt, ich will meine Insel wohlhabender machen, ich will sie aber vor allen Dingen unabhängiger machen von den Dieselimporten, die den Strom bei uns so teuer machen. Gibt es denn da keine Möglichkeiten, was zu tun? Und dann hat der Calvin Worum vor einem knappen halben Jahr einen Vertrag mit Aruba unterschrieben, zu sagen, wir machen euch eine Machbarkeitsstudie zum Thema, wie könnte denn eine systemische Transformation hin zu einer Off-Oil-Economy, wie könnte denn sowas funktionieren? Also wir gucken uns nicht nur die energetischen Konstellationen auf eurer Insel an, sondern alle anderen Felder, eben die da relevant sind, auch den Tourismus, die Müll. Wie geht man mit Müll um, wie gehe ich mit Wasser um, wie gehe ich mit Verkehr um und was heißt das eigentlich für meine Bevölkerung, welche neuen Arbeitsplätze werden geschaffen, wenn alte Arbeitsplätze verloren gehen. Darf ich an der Stelle fragen, es gibt dann auch dieses Projekt Masta, über das wir auch schon mal berichtet haben. Wie positionieren Sie das in den Szenarien? Masta ist aus unserer Sicht ein großes technologisches und politisches Missverständnis. Wir glauben überhaupt nicht daran, dass das ein Standort ist, an dem sowas ausprobiert werden kann, auch wenn viel Geld da zu sein scheint. Also es ist eine Standortfrage vor allem aus Ihrer Sicht, dass das nicht so läuft, weniger eine technologische Thematik? Also Masta hat es ja schon geschafft, eine ganze Menge große Player an den Start zu bekommen, die gesagt haben, wir wollen da was ausprobieren und solange ihr uns dafür bezahlt, machen wir das, wo immer ihr das wollt. Wenn das in der Wüste ist, fein. Wir glauben nicht, dass das ein Ecosystem ist, was das ein gutes Beispiel dafür abgibt, dass das funktionieren kann. Wir sehen ja jetzt auch, dass nach den ersten Bauabschnitten, die da fertig geworden sind, im Grunde kein Wachstum mehr stattfindet, auch keine Bauarbeiten mehr da sind, weil die ganze Finanzlogik im Grunde 2008 den Bach runtergegangen ist, Ende 2008. Also Sie wollen das jetzt schon besser machen? Wir wollen es vor allen Dingen anders machen und wir hoffen, dass es dann auch besser ist. Und können Sie das anders noch ein bisschen definieren, genauer? Ja, das Problem, oder den Fokus da etwas herausarbeiten? Ja, kann ich. Also unser Fokus ist, sagen wir mal, sanieren im Bestand. Also unser Fokus ist, bestehende Infrastrukturen effizienter zu machen und die neuen Infrastrukturen, die geschaffen werden, so lokal wertschöpfend zu organisieren wie irgend möglich. Also das ist ja Energieproduktion weitgehend in Deutschland Praxis, dass das geht. Also man kann eben sehr, sehr viele dezentrale Energieproduzenten organisieren. Man hat nur die Grundlast des Netzes damit noch nicht gesichert. Aber auch daran wird gearbeitet und wir haben jetzt gerade am Montag mit Unicos und Samsung eine Partnerschaft mit auf den Weg gebracht, die sagen, Speichertechnologien in bestehenden großen Netzen ist ein Puffer, der auch die Einspeisung von Renewables nochmal anders möglich macht. Heißt ja im Prinzip auch, wenn man das etwas generalisiert, es ist zwingend erforderlich für diese Aktivitäten, dass auch Unternehmen zusammenarbeiten, die bisher noch nicht so kooperativ zugange waren. Ich meine das jetzt nicht im Sinn, Sie sind Wettbewerber, sondern Sie haben bisher gar keine Berührungspunkte gehabt, müssen jetzt aber integraler zusammenarbeiten als bisher. Also Sie haben jetzt ist nicht gerade, Integration ein ganz wichtiges Stichwort? Sie haben jetzt gerade unser Businessmodell beschrieben. Also wir glauben daran, dass die Integration von Akteuren, die Wertschöpfungsketten abbilden und bisher noch nicht so richtig intensiv zusammen an neuen Märkten gearbeitet haben, der Schlüssel sind für all das, was wir vorhaben. Wir haben das beim Gebäudesanierungsthema erlebt, dass wir eben sagen, Sanierung von Infrastrukturen, das leuchtet jedem ein, das ist eine dringende Aufgabe. Wir haben das Finanzierungsproblem nicht gelöst und wir haben das Versicherungssystem nicht gelöst. Das sind aber Themen, die gelöst werden müssen. Das ist beim Shipping-Sanierung genau dasselbe. Wir haben in der Wertschöpfung technologische Komponenten, die im Grunde alle vorhanden sind. Aber wir müssen eben von dem Investment bis zur Rückversicherung im Grunde die Finanzsicherung und die Wertschöpfung absichern. Gerade in Zeiten, in der keiner mehr ein Risiko einzugehen bereit ist da draußen, obwohl ja so viel Geld Anlagemöglichkeiten suchen. Also es ist ja auch ein Paradoxon, was es im Markt gibt, wahnsinnig viel Geld und trotzdem Risikominimierung, wie es irgend geht.
Wir glauben eben, dass wir Geschäftsfelder identifiziert haben, in denen Investment sich lohnt, gerade über Energieeffizienz, über Einsparung. Wir haben Gott sei Dank jetzt mit der Dutch Postcode Lottery einen Donator, der dieses Projekt finanziell auch mit unterstützt. Seit März wissen wir das und wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten 2 Jahren da so viel systemische Intelligenz an den Start bekommen, dass wir da auch was auf die Straße bringen können davon.